Falcon Order stand in den letzten Monaten doch mehr in der Kritik als sonst. Ein mehr oder weniger Dead Year im vergangenen Jahr in JP und massive Gewinnerbuße sprechen dafür. Nun zeigt die Kurve zwar wieder seit Anfang des Jahres nach oben, aber es gibt immer noch einige Verbesserungen, die wünschenswert wären. Da das Anniversary bis dato immer den Anlass für größte Ankündigungen darstellte, stehen die Chancen gut, dass uns auch dieses Jahr etwas Spannendes erwartet. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich stelle hier 10 Sachen vor, welche ich mir wünsche, dass sie verbessert bzw. eingeführt werden in Fate Grand Order. Um noch mehr über das Fate-Universum zu erfahren, schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es zahlreiche Videos dazu, wie Servant-Vorstellungen, Tipps zu Fate Grand Order, diverse Let's Plays zu unter anderem Fate Extra und Livestreams. Also lasst doch gerne ein Abonnement da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir auf Twitter unter @mcmorphix und tretet in unserem Discord bei, um als Erster etwas zu neuen Videos und Projekten zu erfahren. Um gleich mal mit dem größten Sorgenkind zu beginnen, fangen wir wohl mit dem polarisiertesten Punkt gleich mal an. Erleichtert das Gacha. FGO ist bekannt für eines der kostspieligsten Modelle auf dem Markt. In nur fast 6 Jahren gab es hier nur sehr wenige Änderungen, mit der Ausnahme, dass man 30 anstatt 40 Cent kurz für einen 10er Roll braucht, was es in der Nation schon gar nicht mehr gab, und dass die Rate-Up sich um 0,1 erhöht, sowie es nun 11 anstatt 10 Puls gibt. Das war es aber auch schon. Noch immer ist die Chance, einen 5-Star zu bekommen, extrem niedrig und der Durchschnitt liegt bei 300 bis 400 Zehnquads, wenn man Glück hat. Eine Revolution wird uns wohl nicht erwarten, da das auch irgendwie unfair denen gegenüber wäre, die bis jetzt gelitten haben. Ich bin auch kein Fan von einem monatlichen Zahlungsmodell wie der Battle Pass bei Genshin, wo man für eine Gebühr eine bestimmte Menge erhält. Eine Erhöhung der Gacha Rate ist zwar möglich, aber ich denke, wenn sie wieder etwas erhöhen, dann auch nur im 0-Komma-Bereich. Am besten wäre meines Erachtens ein Pity-System, beispielsweise, dass man nach 1000 Sandquads garantiert irgendeinen SSR bekommt. Eine sinnvolle Verbesserung zum vorherigen Punkt wäre die Überarbeitung des Usus-Systems. Wenn man von einem 5-Star die 6. Kopie hält, bekommt man automatisch ein Unregistered Spirit Origin. Wenn man nun 10 Stück davon hat, kann man sich einen 5-Star Servant holen. Tja, hört sich gut an, doch der große Haken ist, dass dies bedeutet, dass man denselben Servant 15 Mal haben muss. Aus der Sicht von jemandem, der nicht mehr insgesamt so viele 5-Star hat, ist das schon ein ziemlich hartes Unterfangen. Das System ist von der Idee gut, aber komplett unnütz und selbst kleinere Rails werden wohl nur selten überhaupt eine Uso bekommen. Ich würde als Vorschlag einbringen, dass man für jeden 100. Login einen Uso bekommt. Dadurch würden Langzeitspieler belohnt werden. Es wäre auch nicht nachgeworfen, da hier ein JP Day One Player so viele Usos inzwischen für ganze 2 5-Stars hätte. Eine andere Methode wäre, dass man für das Verbrennen von 4-Star ähnlich wie bei Saint Quad Fragmenten etwas bekommt und diese dann gegen ein Uso eintauschen kann. Dazu sollen sie endlich mal wieder mehr Free-to-Play-Servants im Spiel einfügen. 2022 gab es mit Nobukatsu einen, wohlgemerkt limitierten, One-Star. Davor war der letzte, an den ich mich zumindest erinnern kann, nicht limitiert und nicht Story-Lockte, Mandricardo. Das heißt, über ein Jahr ohne einen neuen Freebie. Das kann so nicht weitergehen. Es muss weiter leicht zu erwerbende Servants geben und es nervt, dass sie lieber neue limitierte 5-Stars bringen, anstatt einen guten 1-3-Sterne-Servant. Und bitte in regelmäßigen Abständen. Es gibt immer noch keinen richtig guten Quick-Supporter, keinen richtig starken Single-Target-Caster und mit der Ausnahme von Salieri keinen einzigen Extra-Class-Servant. Andor zählt dich, das Kacke. Und auch wenn ich immer mehr für die Free-to-Plays und Mini-Waves fordere, bringt endlich alte Events und deren Werfers wieder ins Spiel. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wieso es so wenige Events gibt. In diesen 2 Jahren gab es bisher 4 Kampagnen in der Form von Seraph, Prison Tower, Christmas 3 und Banyans Event. Das ist furchtbar. Natürlich verstehe ich, dass man langjährige Spieler für ihre Treue belohnt mit exklusivem Content. Ist es aber okay, dass neue Spieler so ausgegrenzt werden? Sicher nicht. Dazu stört es auch unglaublich den Spielfluss. Wenn ich relevante Charaktere für die Hauptgeschichte einfach nicht kenne, wie Raiko oder Kentoku, da diese in einem zeitexklusiven Event eingeführt wurden. Ich fühle mich als Spieler einfach blöd, wenn ein Charakter kommt, von dem ich noch nie etwas gehört habe und alle sagen, ja, ja, endlich sehen wir uns wieder, schön dich wiederzusehen. Dazu kommen noch die Welfers, welche die beste Waffe eines jeden Free-to-Play-Masters sind. Diese 4-Stars sind im MP5 und deshalb alleine gut. Aber wieso sollte man Einheiten wie Kentucky Rider oder Chloe hier reintun? Dann würde ja niemand mehr unsere meist unterlegen 5-Star-Varianten rollen.
Dantes Event ist auch nur im Rare Prism Shop erschienen, da dieser immer wichtiger für die Hauptgeschichte wurde. Weshalb die Chance doch gut ist, dass wir Onigashimi ebenfalls noch erhalten. Ich wünsche mir, dass nun alle paar Monate eine Kampagne mit einem Wealth erscheint. Gerne auch für Rare Prisms, da man diese in JP inzwischen auch gute Free-to-Play-Spiele erhalten kann. Normale Events ohne Welfare sollten einfach im Laufe der Zeit für ein paar hundert Mana Prism im Shop eingefügt werden. Punkt 5 ist ein richtiger Trainingsground. Die Daily Quests sind nett, aber ab einem gewissen Punkt von Schwierigkeitsgrad komplett irrelevant. Eine tolle Erweiterung wäre eine Kampfarena, wo man die Härte der Gegner selbst bestimmen kann. Ich hätte mir das so vorgestellt, dass man als Gegner alle Servants, welche man selber besitzt, als Gegner wählen kann und Standardgegner wie Werwölfe oder so sich für einige Mana Prism kaufen kann. Der Grund dahinter ist einfach, dass man immer mal wieder mit Servants rumexperimentieren will, aber es keine Möglichkeit gibt, dies effizient zu machen. Auch wünsche ich mir eine Überarbeitung des Soundtracks. Man kann sich in My Room den kompletten Soundtrack freikaufen. Das Problem ist, dass dieser nur in My Room läuft. Wenn man diesen verlässt, stoppt er. Natürlich kann man sich diesen auf andere Wege anschauen, aber ich finde es schön und habe mir selbst ein, zwei Tracks gekauft. Wenn man diesen nun in Bereichen laufen lassen könnte und sogar in den Daily Quest, wäre es eine deutliche schönere Motivation, hier etwas zu erwerben. Und wenn wir schon mal in My Room sind, erlaubt es, die Story zu wiederholen. Man kann zwar sich die Geschichte nochmal durchlesen, aber die Kämpfe sind nicht erneut spielbar. Dies ist blöd. Erstens ist es viel schöner, nach einer dramatischen Cutscene auch den entsprechenden Kampf wieder zu spielen. Doch viel wichtiger ist, dass diese, wie auch schon in einem der vorherigen Punkte erwähnt, eine gute Herausforderung darstellen. Mich interessiert es sehr, ob ich heute es leichter gegen beispielsweise Gawain aus Camelot hätte. Dazu sind manche Kämpfer auch durch bestimmte Umstände spannend inszeniert, wie der Fight mit King Hassan gegen die Lamus. Man könnte diese erneut spielbar machen und dieselbe Belohnung wie beispielsweise bei den Freequests in jedem jeweiligen Gebiet geben. Ein weiterer Wunsch wäre, dass man die Friendlist verbessert. Es ist unglaublich nervig, immer nur einen Bruchteil der Freunde angezeigt zu bekommen und dann ewig aktualisieren muss, um einen bestimmten Servant zu erhalten. Manche Ways, wie ich gelesen habe, löschen beispielsweise Spieler mit unpassenden Servants raus, um die Chance zu erhöhen, dass ein bestimmter kommt. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Wie oft sucht man einen Merlin oder einen Tamamo und sieht nur Skadi, 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 Skadi? Hans? Entweder macht es möglich, dass man alle Servants immer angezeigt bekommt, oder macht einen Filter rein, wo ich selektieren kann, nach was für Servants ich suche, beispielsweise Single Target oder AOE und eben Quick, Arts und Buster. Und wenn wir schon mal beim Support sind, bitte bringt eine Möglichkeit nach CE selektieren. Dies ist zwar ein schweres Unterfangen, aber es würde so viel alles einfacher machen, wenn es wie den Eventfilter auch jederzeit den Filter für CEs geben würde. Man müsste hier nicht alle reinmachen, aber mindestens die Shop-CEs wie Bella Lisa oder Caldea Tea Time und vielleicht noch die wichtigen 5-Star, K-Scope, 2013 etc. Dazu noch Max Limit Broken oder nicht. Das würde alles so viel schneller machen. Für den Rest könnte man ja einen Filter in der Form machen, dass ich nur CEs sehe, die beispielsweise Anfangscharge geben oder Sterne generieren. Ganz wichtig sollte es auch sein, dass man wirklich eine Sicherung hat, den Account zu speichern. Es ist immer noch so, dass wenn man sein Gerät aus irgendeinem Grund verliert und dann leider nicht sich davor einen Transfer-Code gemacht hat, man nicht immer seinen Account zurückbekommen kann. Ja, wenn man den Support anschreibt, kann man natürlich wieder an seinen Code rankommen und auch so seinen Account wiederherstellen. Doch das Problem ist, dass es unglaublich umständlich ist. Bitte, bitte, die Lightworks, für all die Leute, die schon darunter gelitten haben, dass sie einen ihrer Accounts verloren haben, macht es doch irgendwie möglich, dass man sich per E-Mail, Facebook, Twitter, Google Play, Apple Store, wie auch immer, anmelden kann und seinen Account so speichern kann. Es würde so viel leichter machen und uns so viel Sicherheit geben. Okay, nun zum letzten Punkt und der ist ein bisschen kniffliger, um es mal zu sagen. Erweitert das Gameplay. Was hinter diesem Anliegen steht, ist die Tatsache, dass FGO ab einem gewissen Punkt massiv an Zugkraft verliert für gewisse Spieler. Das Ding ist, dass es zwar über 300 Servants gibt, ihr aber jeglichen Contract mit vielleicht 20 davon schaffen könnt. Dazu ist mit gewissen Setups größtenteils das Spiel einfach zu leicht. Wenn ihr ein perfektes Guardi- oder Castore-Setup habt, könnt ihr so gut wie alles mit diesen Servants schaffen. Deshalb es schon viele gibt, die versuchen, irgendeinen nicht sehr guten Looper funktionsfähig zu machen, nur um etwas Abwechslung ins Spiel zu bekommen.
Waves beschweren sich, dass der Großteil des Contents zu leicht ist und der Rest der Spieler, welche über ein kleines, aber funktionsfähiges Roster verfügen, nutzen immer nur das beste Setup, da sich meist nicht die Möglichkeit haben, etwas anderes auszutesten. Der lange Abstand zwischen neuen Hauptkampagnen, die Anforderungen für die Events, die immer weiter sinkt, und der fast Zwang zum Loopen sorgen ebenfalls zum Abflachen des Spielspaßes. Klipp und klar muss ich sagen, dass ich nicht zu diesen Spielern gehöre, doch es ist ein weit verbreitetes Leiden, besonders in Spielern, die seit Day One JP spielen. Da Facekarten mit der Ausnahme von vielleicht Super Orion tot sind, dreht sich ihnen auch alles ums Loopen. Was kommen muss, ist etwas, um den Kreis zu durchbrechen. Wie soll das aussehen? Darauf habe ich auch keine Antwort, ansonsten könnte der Lightworker mich anstatt Odo direkt einstellen. Eine Revolution der Buster-Karten in der Form, dass diese entweder loopen können oder der Facecard-Schaden immens wichtig wird, wäre etwas. Auch die Bedeutung der Positionierung deiner Servants wie beim letzten Stage-Event in JP wären eine gute Idee. Spielerische Neuerungen fände ich auch interessant, als einfach nur einen Servant, der irgendetwas besser oder interessanter macht als ein anderer. Klar, das ist ein unglaublich komplexes Thema, aber dafür ist ja ein Spieleentwickler wirklich da, um das Spiel lebendig zu halten. Okay, liebe Leute, das war nun eine kleine böse Botschaft an die Lightworks. Nein, nur ein paar Sachen, die ich mir wünsche, dass die verbessert werden. Klar, das Gacha wird nicht so, dass man einfach mit 10 Euro jeden seiner Lieblingsservants erhält. Und klar, von heute auf morgen wird das Spiel sich nicht komplett ändern. Aber es geht darum, dran zu bleiben. Und ich hoffe wirklich, dass Lightworks einiges daran macht. Sie haben ja hin und wieder schon mal gezeigt, dass sie doch das ein oder andere Spielfeature einfügen, was Fans sich wünschen. Und ich hoffe, es wird auch weiter so gehen. Ja, liebe Leute, was wünscht ihr denn euch so, was in Fake Order geändert wird? Hofft ihr auf, beispielsweise einfach nur, dass das Gacha abgeändert wird? Oder gibt es etwas, was ihr euch spezieller wünscht? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und wie ihr es am besten verbessern würdet. Okay, liebe Leute, ich wäre es dann mal wieder gewesen, euer MCOFX, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Fake Order. Freut euch auf das 60. Jubiläum, Proto Merlin, Tamomovic, wir wissen es nicht, aber der ein oder andere starke Servant wird uns wohl erwarten. Okay, dann verabschiede mich, ich war's euer MCOFX und bis bald. Haut rein, auf Wiedersehen, ciao.